Hallo, herzlich willkommen zu meinem Was geht ab Video. Ich bin vor 4 Wochen umgezogen in eine große Wohnung und da hause ich seit 4 Wochen im absoluten Chaos. Warum? Weil diese Wohnung 1000 Mängel hat und es da ewig dauert, bis diese ganzen Mängel behoben werden. Also bin ich eigentlich damit die letzten 4 Wochen beschäftigt gewesen, hier zu sitzen und zu warten, bis irgendein Handwerker kam und sich irgendwas anzugucken und diesem Handwerker dann einen Kaffee zu kochen. Und damit ihr mir glaubt, dass es wirklich gerade schrecklich in meiner Wohnung aussieht, zeige ich sie euch jetzt. Hier kommt die schrecklichste Roomtour auf YouTube. Jo, also wir starten die schrecklichste Roomtour auf YouTube in einem Zimmer, das gerade noch leer ist. Das müssen wir nämlich ungefähr 5-mal am Tag putzen, um irgendwelche Flecken aus dem Parkett wegzubekommen. Und da habe ich jetzt mal ein professorisches Fotostudio eingerichtet. Also hier, naja, Videostudio. Eher hier drehe ich meine Videos und habe jetzt richtig professionelles Licht. Jo, wer liegt denn da? Der kleine Boris, der schmust mit dem Wischmopp. Und ja, also hier ist unser Hauseingang. Hier steht einfach mal die Mikrowelle neben dem Hauseingang. Ja, und das ist gerade mein Schreibtisch. Super ordentlich. Dann trocknet er die Wäsche. Und hier ist das richtige Chaos. Da rechts sind noch 1000 Kartons. Wir wissen nicht, wo wir die hinräumen sollen, weil wir noch keine Schränke und wir können noch keine Schränke aufbauen, weil der Parkettboden noch kaputt ist. Ja, die Küche, die haben wir gestern ein bisschen eingeräumt. Sieht schon ganz okay aus, aber da stehen halt immer noch 1000 Sachen rum, wo keiner weiß, wo man sie hinräumen soll. Das ist auch schön. Hier liegen mal alle 3 Reisekoffer von mir rum. Ich nehme dann immer einfach irgendeinen, mache ihn zu, nehme ihn mit und hoffe einfach, dass alles drin ist. Und hier steht auch noch 1000 Sachen. Was wunderschön ist, unser Bad. Wir können nicht duschen. Die haben nämlich die Badewanne so bescheuert reingebaut, dass das alles nochmal neu gemacht werden muss. Und hier sind die Fugen auf. Also können wir uns irgendwie jetzt nur in die Badewanne legen und abduschen. Und es ist echt so nervig. Tada! Ja, es ist leichtes Chaos. Ich kann nichts machen. Ich muss immer auf irgendjemanden warten, bis irgendwas passiert. Und dann kann ich vielleicht irgendwann mal irgendwas einräumen. Und vielleicht 2016 bin ich dann hier auch mal eingezogen und kann Besuchen fangen. Weil so kann man ja keine Menschen in seine Wohnung lassen. Man kann es nur auf YouTube zeigen. Wenn ihr jetzt Mitleid mit mir habt, dann abonniert mich doch. Es würde mich total freuen und meine Stimmung ein bisschen aufhellen. Und ich verspreche euch, dass ihr dann auch die nächste Roomtour nicht verpassen wird. 2016 mache ich dann die schönste Roomtour auf YouTube in meiner Wohnung. Eingerichtet, fix und fertig. Bis dann!